vor 2 Jahren habe ich dieses Sandarium gebaut. Und in der linken Hälfte habe ich ja auch so Steinplatten reingemacht. Und genau neben diesen Steinplatten, so hier, hier, hier und da hinten auch, sind Bienen eingezogen. Eine Sorte war Blattschneiderbienen. Wir haben sie aber jetzt nicht genau bestimmt. Aber wir haben sie gesehen, wie sie ihre Blätter eingetragen hat. Ich habe da nur nicht dran gedacht zu filmen. Ist alles auch schon länger her. Aber gerade weil das Video Sandarium selber bauen doch sehr beliebt ist. Also ja, es hat geklappt. Und steckt solche Steine rein, solche Steinplatten. Und das ist offensichtlich die Stelle, die Bienen gerne nutzen. Es ist gut, wenn man Leute kennt, die einen Holzlader haben. Ein paar Häuser weiter gab es diese wunderschöne riesige Wurzel. Aber da hätte ich alleine keine Chance gehabt, die auch nur irgendwo hin zu transportieren. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich die genau positioniere und in das neue Element hier integriere. Aber das hat ja auch noch Zeit, weil ich glaube, da muss eh erstmal der Frost drüber, bis ich einsähe. Wo es eine Wurzel gibt, gibt es halt auch zwei. Noch größer. Wäre natürlich witzig, die verkehrt herum einzugraben, aber ich weiß gar nicht, ob ich das drum überhaupt noch mal anfassen will oder nicht einfach nur noch ein bisschen da was wegkürze, wo es mir im Weg ist und sie dort sitzen lasse. Ja, das ist schon echt ein mächtiges Teil. Auch hier ohne Hilfe keine Chance. Ja, den Holunder habe ich jetzt mal untenrum etwas ausgelichtet und Holzhackschnitzel rein, weil das siehst ja immer nichts. Und was stelle ich fest? Da fehlt komplett die Rinde, auf, also die halbe Rinde ist weg. Keine Ahnung, was da passiert ist. Hat man ja nicht gesehen, weil das Gras so hoch war. Und falls ihr es erkennt, natürlich auch die Ackerwinde, die sich hier wohl ja, in dem hohen Gras sehr wohl fühlt. Aber ist eigentlich nicht schlimm, weil die echt eine bezaubernde Trichterblüte hat. Ich kann euch ja mal gleich zeigen, wie schön die blüht. Na, ist doch eine wunderschöne Blüte. Und wenn ich es richtig weiß, gibt es halt auch wieder Bienen, die genau, oder ein Schmetterling, der genau diese Blüte eben braucht. Und von daher kann das hier gerne wachsen.